Herr Präsident Levy, Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler, Herr Präsident des Bundesrates, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Exzellenzen, sehr geehrte Frau Auerbacher, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, vor 80 Jahren, am 20. Januar 1942, kamen in einer Villa am Wannsee 15 hochrangige Staatsbeamte und NS-Parteifunktionäre zusammen. Das Thema der Besprechung lautete die Endlösung der Judenfrage. Allen Anwesenden war klar, was damit gemeint war. Der Massenmord war längst im Gange. Es ging darum, ihn zu systematisieren, zu beschleunigen und auf ganz Europa auszudehnen. Auf 11 Millionen Jüdinnen und Juden. Einwände erhob keiner der Beteiligten. Wir gedenken der Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen, der ermordeten Jüdinnen und Juden, der Toten der Sinti und Roma, der Opfer der slawischen Völker. Wir gedenken der Millionen Menschen, die verfolgt, beraubt, gedemütigt, entrechtet, gequält und dem Tode preisgegeben wurden, weil sie anders dachten, anders glaubten, anders liebten oder weil ihr Leben den Nationalsozialisten als unwert galt. Die Wannsee-Konferenz steht für einen Staat, in dem Unrecht zu Recht wurde, für einen Staat, der das Verbrechen plante, organisierte und verwaltete. Dieser Staat wurde von Menschen getragen, Menschen, die zu Mördern und Helfershelfern wurden. Heute ist deswegen auch ein Tag der Scham für das, was frühere Generationen Deutscher getan haben. Scham, die die Täter nie gezeigt haben. Viel zu wenige mussten sich vor Gericht verantworten. Viel zu viele sind mit Strafen davongekommen, die einer Verhöhnung der Opfer gleichkamen. Auch Teilnehmer der Wannsee-Konferenz. Sehr geehrte Frau Auerbacher, Sie stehen vor uns als Zeugin einer Zeit, die für die allermeisten längst Geschichte ist, weit weg und völlig unvorstellbar. Als Sie 7 Jahre alt waren, sind Sie mit Ihren Eltern ins KZ Theresienstadt deportiert worden. Es war der Tag, an dem Ihre Kindheit endete. Etwa 1,5 Millionen jüdische Kinder sind im Holocaust umgekommen. Sie schreiben in einem Ihrer Bücher, dass Sie diese 3 Millionen Augen auf sich spüren. Sie bitten darum, sie nicht zu vergessen. Diese Bitte ist Ihnen zur Berufung geworden. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben Sie unzähligen Menschen Ihre Geschichte erzählt, vor allem Kindern und Jugendlichen, damit diese nicht vergessen. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Anreise aus New York, die nicht leicht war, insbesondere unter den schweren Bedingungen der Pandemie, auf sich genommen haben, um heute zu uns zu sprechen und Ihre Geschichte zu erzählen. Das ist uns eine große Ehre. Als Inge Auerbachers Familie den sogenannten Abwanderungsbefehl erhielt, war ihr Geburtsort Kippenheim bereits, wie es im Nazi-Jargon hieß, judenfrei. Fast alle badischen, pfälzischen und saarländischen Juden waren im Oktober 1940 ins Lager Gürs im unbesetzten Teil Frankreichs verschleppt worden. Es handelte sich um eine der ersten Massendeportationen deutscher Jüdinnen und Juden. All das fand am helllichten Tag statt. Und es lief, wie die Verantwortlichen berichteten, größtenteils ohne Zwischenfälle ab. Die wiederhergerichtete Synagoge in Kippenheim ist heute ein Gedenk-, Lern- und Begegnungsstätte, getragen von ehrenamtlichen, tätigen Bürgerinnen und Bürgern. Einem engagierten Verein ist es auch zu verdanken, dass das Haus von Inge Auerbachers Großeltern in Jebenhausen erhalten wurde und heute Teil eines Erinnerungsweges an das einstige jüdische Leben in Göppingen ist. Ich begrüße stellvertretend für dieses vielfältige lokale Engagement den Oberbürgermeister von Göppingen, Herrn Alex Meyer. Unsere Gedenk- und Erinnerungskultur ist auf Initiativen wie diese angewiesen. Sie lebt von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, von Vereinen, die sich um Erinnerungsorte kümmern, von Schülerinnen und Schülern, die sich auf Spurensuche begeben. Erinnerungskultur lässt sich nicht von oben verordnen. Sie erschöpft sich nicht in staatlichen Ritualen wie diesem alljährlichen Gedenkakt, jedenfalls nicht in einer freiheitlichen Gesellschaft. Die Erinnerung wandelt sich. Immer weniger Zeitzeugen können aus eigenem Erleben berichten. Immer mehr Menschen bei uns haben keine deutsche Vorfahren. Die deutsche Schreckensgeschichte des 20. Jahrhunderts ist nicht ihre. Das macht die Arbeit von Schulen, Gedenkstätten und Museen umso wichtiger. Unsere von vielen geachtete Gedenkkultur bleibt nur lebendig, wenn wir immer wieder von Neuem Fragen an die Geschichte stellen und nach Antworten suchen. Das gilt gerade für junge Menschen. Es bedeutet auch, andere Blickwinkel zuzulassen, Bezugspunkte zu den Geschichten anderer zu debattieren, solange wir das angemessen sensibel, verantwortungsbewusst und respektvoll tun. Umso trauriger macht es mich, dass wir die Jugendbegegnungen des Deutschen Bundestages pandemiebedingt verschieben mussten. Selbstverständlich werden wir die Jugendbegegnungen so schnell wie möglich nachholen. Sie bringt junge Leute aus unterschiedlichen Ländern mit vielfältigen Lebensgeschichten und Erfahrungen zusammen. Und sie eint eins, die Überzeugung, dass das, was war, sich niemals wiederholen darf. Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit und Rassismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz, weder in der Gegenwart noch in der Zukunft. Unser Land trägt eine besondere Verantwortung. Der Völkermord an den Juden Europas ist ein deutsches Verbrechen. Aber es ist zugleich eine Vergangenheit, die alle angeht. Nicht nur Deutsche, nicht nur Juden. Deshalb beteiligt sich der Bundestag zusammen mit anderen europäischen Parlamenten an der Gedenkkampagne We Remember in den sozialen Medien. Gemeinsam mit vielen anderen weltweit setzen wir ein Zeichen zur Erinnerung an den Holocaust, gegen Fremdenfeindlichkeit und Judenhass. Aber Zeichen setzen alleine reicht nicht. Ich begrüße den Präsidenten der Knesset, Herrn Miki Levy. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Ihr Besuch unterstreicht die engen, besonderen Beziehungen zwischen den Parlamenten unserer Länder. 70 Jahre nachdem Konrad Adenauer und Ben-Gurion das Luxemburger Abkommen unterzeichneten. Wiedergutmachung für etwas, das nicht wiedergutzumachen ist. Die Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel erscheint im Rückblick wie ein Wunder. Ein wertvolles Geschenk, das es zu pflegen gilt. Deutschland und Israel sind nicht in allem einer Meinung, aber dennoch wahre Partner, wie der damalige israelische Staatspräsident Rivlin vor 2 Jahren hier an dieser Stelle unterstrich. Uns einen nicht zuletzt gemeinsame Werte, für die wir einstehen und auch als Lehrer aus der Geschichte. Das gilt besonders für den Kampf des Antisemitismus. Wir, Politik und Gesellschaft, führen diesen Kampf schon lange. Wir haben Expertenkommissionen und Antisemitismusbeauftragte eingesetzt. Wir haben zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen und Vereine. Wir haben das Strafrecht verschärft. Wir mahnen und bekunden unmissverständlich, Antisemitismus ist nicht hinnehmbar. Punkt. Egal, wie er sich äußert. Egal, wo er herkommt, nie wieder sollen sich antijüdische Stereotype und Vorurteile breitmachen können. Nie wieder sollen Jüdinnen und Juden herhalten müssen für die Übel der Welt. Nie wieder soll Antisemitismus den Boden bereiten für Ausgrenzung, Hass und Vernichtungswahn. Auch diese Gedenkstunde ist Teil unseres Engagements, denn wir erinnern, um jeder Gefahr der Wiederholung entgegenzuwirken. So sagt es die Proklamation zum Tag des Gedenkens. Aber Erinnern und Gedenken macht nicht immun gegen Antisemitismus. Es schützt nicht vor Rassismus und Rechtsextremismus. Sie haben den mörderischen Terror durch den NSU nicht verhindert, nicht den antisemitischen Anschlag von Halle, nicht die rechtsextremen Morde von Hanau. Das Wissen um die Geschichte hat nicht verhindert, dass ein Drittel der deutschen Bevölkerung meint, die Juden hätten vielleicht doch zu großen Einfluss. Dass 70% ganz oder teilweise finden, die israelische Politik im Nahen Osten sei, Zitat, genauso schlimm wie die Politik der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Und dass die Pandemie auf ohnehin grassierenden Judenhass wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Der Antisemitismus ist da. Er findet sich nicht nur am äußersten Rand, nicht nur bei den ewig Unbelehrbaren und ein paar antisemitischen Trollen im Netz. Er ist ein Problem unserer Gesellschaft, der ganzen Gesellschaft. Der Antisemitismus ist mitten unter uns. Wir müssen uns ehrlich befragen, auch jene, die sich selbst für überzeugte Anti-Antisemiten halten, wie frei sind wir wirklich von antijüdischen Klischees? Gelingt es uns immer, Jüdinnen und Juden nicht für die israelische Politik in Haftung zu nehmen? Sind wir aus falsch verstandener Toleranz zu nachgiebig gegenüber einem Antisemitismus, den manche Zugewanderte aus ihrer alten Heimat mitgebracht haben? Und nehmen wir eigentlich wahr, das vielschichtige jüdische Leben, das es zum Glück wieder gibt in Deutschland. Die Vielfalt einer jüdischen Gegenwart, die jüdische Deutsche und deutsche Juden kennt, zu der Orthodoxe und Liberale gehören, die junge Israelis ebenso umfasst wie jüdische Familien aus der ehemaligen Sowjetunion. Denn die Juden gibt es nicht, genauso wenig wie es die Deutschen gibt oder die Flüchtlinge. Oder die Muslime. Im Übrigen, wer gegen Muslime und ihren Glauben hetzt, der macht sich als Freund des Judentums unglaubwürdig. Wer Menschen bei uns ablehnt, weil sie anders sind oder einfach, weil sie nicht schon immer hier waren, der sollte das Wort Freiheit nicht im Munde führen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, jedes Menschen. Die Lehren aus der Geschichte haben unsere Verfassung geprägt. Wir wissen aus Erfahrung, freie Gesellschaften bleiben aus dem Inneren heraus verwundbar. Deshalb braucht es den Mut zur Intoleranz denen gegenüber, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen. Das sind nicht meine Worte, das hat Carlo Schmid so drastisch formuliert als ein Vater des Grundgesetzes. Unsere freiheitliche Demokratie muss sich wappnen gegenüber jenen, die die Demokratie beschwören, aber nur ihre eigene Freiheit meinen. Die Toleranz für sich einfordern, aber für Pluralismus nur Verachtung übrig haben. Die Lügen verbreiten, um zu verunsichern, die zu Hass und Gewalt anstacheln, um sich im Nachhinein mit empörter Geste zu distanzieren. Die Mehrheit in diesem Land hat dafür nichts übrig. Sie lässt sich nicht zum Hass verführen. Sie wählt und streitet demokratisch. Und das gerne leidenschaftlich, auch erbittert. Gegenüber den anderen brauchen wir mehr Mut zur Intoleranz, den entschlossenen Einsatz aller Mittel, die die wehrhafte Demokratie kennt. Wenn Rechtsextremisten, Geschichtsrevisionisten und völkisch-nationale Wahlerfolge feiern, dann ist das kein Alarmzeichen, dann ist es allerhöchste Zeit zu handeln. Dann ist es höchste Zeit, zusammenzustehen, um die Werte und Institutionen unserer freien demokratischen Gesellschaft zu beschützen. Denn die Demokratie trägt kein Ewigkeitssiegel. Sie ist angewiesen auf Bürgerinnen und Bürger, die sie schätzen und mit Leben erfüllen. Auch daran erinnern uns dieser Tag und die deutsche Geschichte. Von uns allen hängt es ab. Sehr geehrte Damen und Herren, im mörderischen deutschen Rassenwahn ist eine vielfältige, über Jahrhunderte gewachsene Kultur untergegangen. Europa ist ärmer geworden. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Intellektuelle, Künstlerinnen und Künstler wurden vertrieben, gingen ins Exil, kamen ums Leben. Einer von ihnen ist der Prager Komponist Hans Krása. Seine Kinderoper Brundibar missbrauchten die Nazis für ihre Propaganda im KZ Theresienstadt. Dort hat Hans Krása auch das Streichertrio geschrieben, das wir gleich hören werden. Er starb 1944 in Auschwitz. Ich danke den Musikerinnen und Musikern der Prager Opernhäuser, dem Kantor Josef Sorek, und ebenso allen Künstlerinnen und Künstlern, die an dieser Gedenkstunde mitwirken. Nach dem Musikstück haben Sie, liebe Frau Auerbacher, das Wort. Herzlichen Dank. Guten Morgen, sehr verehrte Frau Bundespräsidentin Baas, sehr geehrter Herr Knesset-Präsident Levy, sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Schäuble, liebe Abgeordnete und Gäste des Deutschen Bundestags, meine Damen und Herren, ich danke herzlich für die Einladung. Wer bin ich? Ich bin ein jüdisches Mädel aus dem badischen Dorf Kippenheim und dem schwäbischen Jebenhausen, Göppingen. Ich wurde am 31. Dezember 1934 in Kippenheim geboren. Juden und Christen wohnten friedlich zusammen. Ich war das letzte jüdische Kind, das dort geboren wurde. Ich blieb ein Einzelkind von Berthold und Regina Auerbacher. Papa war im Ersten Weltkrieg Soldat des deutschen Armee und wurde schwer verwundet. Er ist mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden. Sein Beruf war Textilhändler. Mama stammte aus dem schwäbischen Jebenhausen. Ihre Mutter, meine Oma, kam aus einer großen Familie mit 14 Kindern, von denen 4 Brüder im Ersten Weltkrieg kämpften. 2 gaben ihr Leben für das deutsche Vaterland. Meine selige Oma wurde von den Nazis ermordet und liegt in einem Massengrab in Birkenicke, einem Wald in der Nähe von Riga und Lettland. Berthold Auerbach, eigentlich hieß er Moses Baruch Auerbacher, war ein Mitglied meiner Familie und war im 19. Jahrhundert ein sehr bekannter Schriftsteller. Nach ihm ist auch heute wieder eine Straße in Berlin benannt. Ich wohne seit 75 Jahren in New York, aber habe noch die grauenhafte Zeit des Schreckens und Menschenhasses gut im Gedächtnis. Leider ist dieser Krebs wieder erwacht und Judenhass ist in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, wieder alltäglich. Diese Krankheit muss so schnell wie möglich geheilt werden. Wir waren eine glückliche Gemeinde in Kippenheim, bis der Frieden unseres ruhigen Dorfes gestört wurde. Am 9. und 10. November 1938 fanden in Deutschland gewaltsame Ausschreitungen und Übergriffe gegen die Juden statt. Dieses Ereignis ist heute Pogromnacht genannt. Das Pogrom fand in Kippenheim am 10. November statt. Ich war in dieser Zeit noch nicht einmal 4 Jahre alt. Die Nazi-Raudis schmissen Backsteine durch die Fenster. Ein Stein hat mich beinahe getroffen. Unsere Synagoge wurde nicht niedergebrannt wegen der Feuergefahr für die christlichen Häuser in der Nachbarschaft. Alle Männer über 16 Jahren wurden ins KZ gebracht. Opa und Papa wurden in das KZ Dachau transportiert, wo sie in der Baracke 16 untergebracht wurden. Nach einigen Wochen wurden sie entlassen und kamen nach Hause. Sie erzählten von den furchtbaren Torturen und Misshandlungen, die sie erleiden musste. Es war Zeit, Deutschland zu verlassen. Wir verkauften unser Haus in Kippenheim 1939 und Papa verlor sein Geschäft. Wir zogen zu den Großeltern in Jebenhausen mit der Hoffnung, bald Deutschland zu verlassen. Aber die Türen zum Auswandern wurden bald geschlossen. Opa starb an einem Herzleiden. Immer wieder kamen neue antisemitische Bestimmungen und Gesetze gegen Juden. Viele der Einwohner von Jebenhausen hielten an ihrer Freundschaft mit uns fest, obwohl den Christen und Nachbarn der Umgang mit Juden verboten war. Einige Bauern versorgten uns manchmal mit Lebensmitteln. Die meisten Kinder spielten auch weiter mit mir. Dann war ich 6 Jahre alt. Es war Zeit für den Schulanfang. Jüdische Kinder durften nicht mehr in staatlichen Schulen besuchen. Ich musste zu Fuß 3 Kilometer nach Göppingen gehen und dann 1 Stunde mit dem Zug nach Stuttgart zur jüdischen Schule fahren. Dieses war die einzige jüdische Schule in der Gegend. Ich brauchte einen Sonderausweis für diese Reise, denn Juden durften sich nicht mehr frei bewegen. Zuerst brachte mich Papa in die Schule. Später mussten meine Eltern Zwangsarbeit in einer Fabrik in Göppingen leisten. Ich fuhr dann alleine zur Schule. Die Fahrt zur Schule wurde noch gefährlicher als ab dem 1. September 1941 die Juden über 6 Jahren den gelben Davidstern tragen mussten. Manche christliche Kinder verhöhnten und piesagten mich. Eines Tages ließ eine Frau eine Tüte mit Brötchen neben meinem Sitz liegen. Sie muss meinen gelben Davidstern erblickt haben und hatte Mitleid mit dem kleinen jüdischen Mädchen, das so ganz alleine im Zug fuhr. Die Deportationen nach dem Osten begannen Ende 1941. Meine Oma und die meisten Kinder der jüdischen Schule wurden nach Riga in Lettland deportiert. Die Schule in Stuttgart wurde bald geschlossen, bevor ich die 1. Klasse beenden konnte. Wir mussten das Haus meiner Großeltern in Jebenhausen verlassen und wurden in einem Judenhaus in Göppingen einquartiert. Im August 1942 wurden meine Eltern und ich und andere Juden in der Turnhalle der Schillerschule in Göppingen versammelt. Unser Gepäck wurde durchsucht. Einer der Aufseher fand Gefallen an einer Holzbrosche, die ich angesteckt hatte, und nahm sie von mir. Er brüllte: Du brauchst nicht, das nicht, wo du hingehst. Auf Schwäbisch hört sich ein bisschen anders an. Du brauchst nichts, wo du hingehst. Dann riss er meine Puppe aus meinen Armen und untersuchte sie, ob ich etwas versteckt hatte. Tränen gossen sich über meine Wangen. Ich war überglücklich, als er meine Puppe Marlene wieder in meine Händen gab. Von Göppingen ging es nach Stuttgart in das Sammellager Killesberg, wo wir am 22. August 1942 mit einem zusammengesetzten Transport von Juden aus Württemberg in das KZ Theresienstadt deportiert wurden. Ich war 7 Jahre alt und die jüngste von ca. 1100 Personen, von denen meine Eltern und ich und ganz wenig andere überlebt haben. Es dauerte ca. 2 Tage, bis wir zusammen gedrängt in einem überfüllten Personenzug den Bahnhof von Bauschowitz erreichten. Wir wurden empfangen von Brüllen der Aufseher. Los, lasst alles liegen und nimmt nur eine Bettrolle und das Blechgeschirr. Los, marschieren, kein Widerstand. Wachleute mit Peitschen umringten uns. Meine Eltern gingen jeder auf einer Seite von mir, um mich vor Schlägen zu schützen. Ich hielt meine Puppe fest im Arm. Wir gingen ungefähr 3 Kilometer. Es war sehr schwer für die älteren Leute, diesen langen Weg zu laufen. Wir wurden durch einen Bogeneingang in einer großen Kaserne im Dachgeschoss auf dem kalten Boden ohne Betten untergebracht. Überall wimmelt es von Menschen. Theresienstadt bestand aus riesigen Backsteinkasernen und alten, halbverfallene Häusern. Das KZ war von der Außenwelt durch hohe Mauern, Holzzäune und Stacheldraht völlig abgeschlossen. Die Verbindung nach draußen war strengstens verboten. Am 10. Oktober 1941 hatten Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann und andere Nazi-Größen Theresienstadt zum Durchgangslager für Juden vor ihrer Vernichtung bestimmt. Die Nazis tarnten das Lager für Propagandazwecke als Musterghetto und machten eine verlogene Show für das internationale Rote Kreuz 1944. Die Gefangenen kamen aus mehreren Ländern aus Europa. Sie waren ältere und prominente Menschen und viele waren mit Orden ausgezeichnete Kriegsteilnehmer aus dem Ersten Weltkrieg. Das Leben in Theresienstadt war besonders schwer für solch ein junges Kind. Es gab keinen Ausweg. Nur die Gaskammern in Auschwitz, zu verhungern, Selbstmord oder an Krankheiten zu sterben. Die Familien, Männer, Frauen und Kinder mussten meistens getrennt voneinander nächtigen, aber sie durften sich besuchen. Ich konnte glücklicherweise mit meinen Eltern im Quartier der Kriegsversehrten bleiben. Wir schliefen auf Strohsäcken, eng zusammengepfercht auf 2- oder 3-stöckigen Pritschen. Wir Kinder wurden schnell selbstständig. Die wichtigsten Wörter für uns waren Brot, Kartoffel und Suppe. Das ganze Leben dreht sich um Essen. Es gab nur Latrinen, die weit weg waren. Wenige Male bekamen wir Erlaubnis, uns zu duschen. Unser Spielplatz war ein faul riechender Abfallhaufen. Hier wühlten wir stundenlang herum und hofften, einen Schatz zu finden. Halb verfaulte Rüben und Kartoffelschalen, bei denen man noch einen essbaren Schlitz abschneiden konnte. Schule war für uns Kinder verboten. Heimlich lernten uns manche etwas lesen und schreiben. Das wurde dann Beschäftigung genannt. Für meine Puppe machte ich aus einem schmutzigen Pappkarton ein Bett am Kopfende der oberen Pritsche, wo ich zusammen mit meinen Eltern schlief. Eines Tages entdeckte ich in dem Karton eine tote Maus, ebenfalls ein Opfer des Hungers. Immer wieder gab es Epidemien wegen dem Mangel an hygienischen Einrichtungen und weil wir so zusammengepfercht leben mussten. Typhus war eine große Gefahr. Wir waren sehr von Ratten, Mäusen, Flöhen, Läusen und Wanzen geplagt. Immer wieder wurden Leute abtransportiert, meistens nach Auschwitz. 1944 mussten alle Kriegsversehrten nach alphabetischer Reihenfolge sich bei der Kommandantur melden. Sie hatten keine Ahnung, dass es sich dabei um eine Auswahl für die Deportation nach Auschwitz handelte. Wir teilten unsere Pritschen mit einer Familie namens Abraham aus Berlin. Sie hatten eine gleichalte Tochter, Ruth Nelly, die wie ich auch ein Einzelkind war. Ihr Vater hinkte an einem Fuß und war verwundet worden im Ersten Weltkrieg. Unsere beiden Väter gingen zur gleichen Zeit zur Kommandantur. Einige Wochen später waren alle drei im Transport nach dem Osten. Wie ein Wunder sind wir zurückgeblieben. Ruth und ich waren wie Schwestern und wir versprachen uns, gegenseitig zu besuchen. Sie nach Jebenhausen und ich nach Berlin. Liebe Ruth, ich bin hier in Berlin, um dich zu besuchen. Ruth und ihre Eltern wurden ermordet in einer der Gaskammern in Auschwitz. Sie erlebte noch nicht einmal ihren 10. Geburtstag. Am 8. Mai 1945 sind wir endlich von unserem Elend durch die Rote Armee befreit worden. Von 140.000 Personen, die nach Theresienstadt deportiert wurden, sind 33.000 dort gestorben und 88.000 überwiegend in Auschwitz oder andere Lagern ermordet worden. Wir waren 15.000 Kinder und nur wenige an diesen sind am Leben geblieben. Darunter, wie ein Wunder, bin auch ich. Ich will noch etwas dazu sagen. Ich trage heute einen Schmetterling. Es ist nicht nur ein Schmuckstück. Ein tschechischer Junge, Pavel Friedmann, hat ein Gedicht in Theresienstadt geschrieben. Ich sah nie wieder ein Schmetterling. Und dieses Symbol, der Schmetterling, wurde ein Symbol für die getöteten 1,5 Millionen jüdische Kinder. Und wir tragen alle immer diesen Schmetterling zum Erinnern. Und den habe ich heute auch speziell hier im Bundestag auch angesteckt. Die Stadt Stuttgart holte die wenigen Überlebenden ab. Wir wohnten nur 9 Monate in Göppingen und emigrierten im Mai 1946 nach New York. Ich war 11 Jahre alt. Meine Eltern fanden Arbeit bei einer reichen Familie, meine Mama als Dienstmädchen und mein Papa als Diener. Amerika war für mich wie ein Zauberland. Aber leider wurde ich aus dem Traum bald geweckt. Ich hatte einen bösen Husten und man brachte mich zum Arzt. Nach seiner Untersuchung teilte er meinen Eltern mit: Ihre Tochter ist schwer krank und hat Tuberkulose in beiden Lungen. Sie muss sofort ins Krankenhaus. Der Arzt erklärte meinen Eltern, dass diese Krankheit von den 3 Jahren im KZ herstammte, wo ich unterernährt und im Dreck leben musste. Ich wurde in ein staatliches Krankenhaus gebracht. Ich konnte es kaum glauben, jetzt wieder eingesperrt zu werden. Das geht doch nicht. Die Tränen rannten wie Flüsse über mein Gesicht. Ich musste 2 Jahre dauernd im Bett liegen und schmerzhafte Untersuchungen erleiden. Endlich hatten meine Eltern eine Wohnung in Brooklyn und nahmen mich nach Hause. Nach einigen Monaten war ich in einem noch schlechteren Zustand, mit Lungenblutungen und ganz kraftlos. Ich bete zu Gott: Bitte, lass mich nicht sterben, ich will leben. Wie ein Wunder ist Streptomycin, das erste Antibiotika gegen Tuberkulose, erfunden worden. Dafür gab es auch den Nobelpreis. Ich musste wieder 1 Jahr im Bett liegen. Aber ich war heilfroh, dass mich die schmerzhaften Spritzen an Streptomycin geheilt haben. Endlich mit 15 Jahren ging ich in die Schule und absolvierte die Highschool in 3 statt 4 Jahren. Die Wissenschaft interessierte mich sehr. Ich begann an der Uni Chemie zu studieren. Nach ein paar Wochen erkrankte ich wieder und musste nochmals 12 Monate im Bett verbringen und bekam 2 Spritzen und 26 Pillen je täglich. Endlich ging ich wieder in die Uni, vollendete mein Studium. Ich arbeitete 38 Jahre als Chemikerin in medizinischer Forschung und klinische Arbeit. Summa summarum. So viel ich weiß, bin ich das einzige Kind, das unter allen Deportationen aus Stuttgart zurückkehrte. 20 Personen von unserer Familie sind von den Nazis ermordet worden. 3 Jahre im KZ Theresienstadt, 4 Jahre im Bett wegen der schweren gesundheitlichen Folgen. 8 Jahre Schulverlust, 4 Jahre Stigmatisierung der Juden, Stern zu tragen. Stigma wegen der bösen Krankheit, die Partner daran hinderte, mich zu heiraten. Ich durfte nie ein Brautkleid tragen. Ich werde nie Mama oder Oma werden. Aber ich bin glücklich und die Kinder der Welt sind meine. Ich schließe mit einem Herzenswunsch. Menschenhass ist etwas Schreckliches. Wir sind alle als Brüder und Schwestern geboren. Mein innigster Wunsch ist die Versöhnung aller Menschen. Entzünde heute eine Kerze zur Erinnerung an die ermordeten, unschuldigen Kinder, Frauen und Männer. Entzünde eine Kerze für das Leben und halte die Dunkelheit zurück. Sei Hüter deiner Schwestern und Brüder, dann wird dein Glück immer blühen. Wir sind alle als Kinder Gottes geboren. Für Einigkeit und Frieden öffnen sich die Tore. Die Vergangenheit darf nie vergessen werden. Zusammen wollen wir beten für Einigkeit auf Erden. Lasst uns gemeinsam einen neuen Morgen sehen. Dieser Traum soll nie, nie, nie wieder verloren gehen. Vielen Dank. Ich blose im Ghetto, von Gessel zu Gessel, und kann nicht gefinnen, kein Ort. Nicht heus, mein Lieber, wie trock meiner Riebe, Menschen, o so krotsch, a Wort. Es leucht auf mein Heimitz, der Himmel, der bläue, wo sche hab ich jetzt der Fuhl? Ich steh wie ein Bettler, bei jedem Teuer und Bettel. a bissel sun. Mein Liebster, wo bist du verfahren? Du gehst nicht heraus von meinem Sinn. Frieden und bring mein Liebster. Nicht keinmal als du gehst im letzten Weg, Gott schimmeln blähene, verstellen bläue Tag. Kommen wird noch unser ausgebeckte Show, Sveta peugt und unser Trott mi sehnen do. Kommen wird noch unser ausgebeckte Show, Sveta peugt und unser Trott mi sehnen do. Von grünen Palmenland bis Land von weißem Schnee, wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Wure, unser Mut. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Wure, unser Mut. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von a Feuge läuft der frei. Das hat a voll zwischen Fallen nicht gewähnt. Das Lied gesungen mit ner Ganges in die Hände. Kommen weg dort unser ausgeweckte Show. Sveta peugt on unser Trott. Wir sehnen dort. גברתי נשיאת הבונדסטאג, הגברת בס. Frau Bass, Herr Bundespräsident Steinmeier, Herr Bundeskanzler Scholz, Frau Inge Auerbacher, Tochter meines Volkes, Überlebende des Holocaust, verehrte Ehrengäste, Besucher, werte Damen und Herren, zutiefst bewegt und voller Demut stehe ich heute am Internationalen Holocausttag vor Ihnen, am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, stolz, den einzig jüdisch-demokratischen Staat der Welt, den Staat Israel, zu vertreten als Präsident der Knesset, des israelischen Parlaments, dem pulsierenden Herzen der israelischen Demokratie. Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich Ihnen, Frau Bundestagspräsidentin Bass, für die Einladung danken, heute an dieser Gedenkzeremonie teilhaben zu dürfen, die am Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am universellen Gedenktag an die schrecklichsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte erinnert. Ausgerechnet hier, in diesem historischen Gebäude, im deutschen Parlament, kann man zumindest ansatzweise die Fähigkeit von Menschen begreifen, die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln zu zerschlagen. An diesem Ort hat die Menschheit die Grenzen des Bösen ausgedehnt, ein Ort des Werteverlusts, an dem der demokratische Rahmen zu rassistischer Tyrannei verfiel. Deshalb, ausgerechnet hier, von Neuem, innerhalb der Mauern dieses Hauses, die wie stille, steinernstählerne Zeugen dastehen, wie fragil Demokratie doch ist. Abermals werden wir in die Pflicht genommen, sie um jeden Preis zu verteidigen. Verehrte Damen und Herren, das Angedenken an den Holocaust wachzuhalten ist eine schwerwiegende Aufgabe, eine Aufgabe, die auf den Schultern jeder Generation liegt, die die Vermittlung der abscheulichen Ereignisse der Vergangenheit an kommende Generationen weiterreicht. Beim Gedenken an den Holocaust geht es oft um große Zahlen, um unfassbare Statistiken. Lässt sich eine Zahl wie 6 Millionen überhaupt vermitteln? Das Gesetz der großen Zahlen bringt eine weitere Ebene, eine gewisse Distanz mit sich, die sich an den Opfern und Holocaust-Überlebenden versündigt, weil es ein weiteres Maß ihrer Menschlichkeit weiter reduziert. Die 6 Millionen Juden, die ermordet wurden, sind auch 6 Millionen Geschichten, Geschichten von Leben, die hätten sein können, Geschichten derer, die nicht mehr sind. Ich bin voller Hochachtung für Sie, Frau Inge Auerbacher. Mit der Beschreibung und Darstellung Ihrer Erinnerungen an den Holocaust haben Sie eine herausragende, ungewöhnlich menschliche Stimme geschaffen. Eine Stimme, die die Kraft einer menschlichen Geschichte zeigt, sich in die Herzen einfrisst und jeden Blickwinkel durchdringend die Botschaft übermittelt. Wie sonst wäre es fassbar, dass ein Mädchen nur 7 Jahre lang Kind sein durfte, bevor es ins Konzentrationslager deportiert wurde. Es ist unfassbar, dass man einem Mädchen die Kindheit raubt, ihm die Familie nimmt, die Menschenwürde. Ich danke Ihnen, Inge, dass Sie es geschafft haben, das Unfassbare zu greifbarer Erinnerung werden zu lassen. Danke, dass Sie Ihre persönliche, bewegende Geschichte mit uns, ja mit der ganzen Welt teilen, für die Erinnerung des Holocaust in kommenden Generationen. Meine Damen und Herren, die Entscheidungen, die in es liegen, veränderten, wurden vor 80 Jahren und 7 Tagen gefällt, nicht weit von hier, in der Villa Wannsee. Als ich gestern vor der prächtigen Villa stand, war ich sprachlos. Ich spürte die unglaubliche Diskrepanz zwischen den pastoralen Blumenbeeten, dem am Horizont glitzernden See und der Grausamkeit, mit der an diesem Ort die Maschinerie zur Vernichtung des europäischen Judentums konstruiert wurde. Die das Blut gefrieren lassende Wannsee-Konferenz sollte die verschiedenen Bereiche konzentrieren, koordinieren, um das übergeordnete Ziel des NS-Regimes zu erreichen, nämlich jegliche Erinnerung an das jüdische Volk auszulöschen. Im Voraus geplante, auf unerklärlichem Hass fußende Vernichtung und Menschenmorde wurden von einem Regime, das demokratisch und rechtmäßig zustande kam, systematisch durchgeführt wurde. 80 Jahre und 7 Tage sind historisch ein Nichts und reichen aber nicht, um alle Wunden zu heilen. Viele noch unverheilte Wunden werden noch mit sich herumgetragen, für die es nie Heilung geben wird. Verehrte Damen und Herren, die Erinnerungsarbeit verbindet unsere beiden Völker, das israelische und deutsche. Neben der Erinnerung steht der Aufbau. In diesen 80 Jahren und 7 Tagen ist es uns, unseren beiden Nationen gelungen, uns aus dem nationalen historischen Trauma herauszuerheben, um mit Mut und Entschlossenheit etwas Neues zu schaffen. 2 Nationen zwischen Tod und Leben entscheiden sich jeden Tag erneut für das Leben. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Flug vorgelegt, dass du das Leben erwählest und am Leben bleibst. 5. Buch Moses, Kapitel 30, Vers 19. 2 Nationen, die eine außergewöhnliche Reise zurückgelegt haben auf dem Weg zur Versöhnung und Verfestigung der Beziehungen, der mutigen Freundschaft zwischen ihnen. Deutschland und Israel haben eine Brücke gebaut. Sie sehen die Stärken und die Bedeutung von Demokratien auf gleiche Art und Weise und wissen um die unerlässliche Notwendigkeit, gemeinsam an der Bewahrung der Demokratie zu arbeiten, immer wieder, Tag für Tag. Wir haben die Beziehung zwischen den Völkern gefördert, in der Welt des Schaffens und der Kultur, der Technologie, Innovation, Handel, Wissenschaft, Akademie, Medizin. Wir haben Zusammenarbeit in Sicherheit und Nachrichtendiensten geschaffen, sowie wichtige und tiefe Kooperationen zwischen unseren beiden Parlamenten ins Leben gerufen. Deutschland hat die Verantwortung für die Sicherheit Israels zu einem Grundpfeiler seiner Außenpolitik gemacht. Deutschland bezieht ganz entschieden Position gegen Antisemitismus, auch wenn er sich in Form von Antizionismus äußert. In bilateralen wie internationalen Foren beweist Deutschland mal für mal wieder seine moralische und historische Verpflichtung gegenüber der Existenz und Sicherheit des Staates Israel. Unsere Beziehungen sind von Vertrauen, Aufrichtigkeit, Solidarität und Gegenseitigkeit geprägt, die es uns ermöglichen, Herausforderungen für unsere beider Staaten und auch für die gesamte Menschheit gemeinsam anzugehen. Herausforderungen wie das Coronavirus samt Varianten oder die Klimakrise, die unsere und die Zukunft der gesamten Welt bedroht. Für all das möchte ich mich noch einmal bedanken bei der vorherigen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ihre lange Amtszeit erst vor kurzem beendet hat. Sie hat Deutschlands Stärke verfestigt und sich unermüdlich für die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern eingesetzt. Vielen Dank, Angela Merkel. Werte Damen und Herren, Herr Bundeskanzler Olaf Scholz, Der Staat Israel verlässt sich auf Sie und weiß, dass Sie diese langjährige Tradition fortsetzen werden, dass wir gemeinsam weiter an den Beziehungen zwischen den Staaten und Völkern arbeiten werden. Verehrte Damen und Herren, so viel wir bereits getan haben mögen, ist es doch unsere Pflicht, immer noch mehr zu tun. Letztlich halten wir die Erinnerung wach, um das Wohl menschlicher Ewigkeit zu sichern. Doch neben der Erinnerung müssen wir aus ihr heraus auch eine Vision schaffen. Dabei sollten wir die Hoffnung vor Augen haben, gemeinsam eine Zukunft zu planen, die sich auf gemeinsame Werte und Träume stützt. Wir müssen unsere jungen Menschen zusammenbringen, die Generation der Enkel und Urenkel, die dritte und vierte Generation und all die Generationen, die nach ihnen kommen werden. Wir müssen ihnen den Zusammenschluss von Kräften und Köpfen heute auf den Weg geben, zum Wohl einer Zukunft voller Inspiration, eine Zukunft, die auf den Werten der Demokratie, der Freiheit und Toleranz basiert, Werte, die Israel und Deutschland teilen. In unseren jungen Frauen und Männern das Gute im Menschen stärken, sie davor zu warnen, andere zu hassen, nur weil sie anders sind. Die ewig ernste Mahnung des Holocaust an den Juden Europas lautet: Nie wieder. Nie wieder. Verehrte Damen und Herren, vor 80 Jahren und 7 Tagen sollte das jüdische Volk ausgelöscht werden. Seitdem ist unser Volk auferstanden. Wir haben einen unabhängigen Staat, unsere historische Heimat, den Staat Israel. Heute wollen wir erinnern, wir werden nie vergessen und gemeinsam eine vielversprechende Zukunft schaffen. Bevor ich zum Ende meiner Ausführungen komme, möchte ich hier, an diesem Ort, der Toten gedenken. Dazu werde ich einen Ausschnitt aus dem Kaddisch-Gebet verlesen, das jüdische Gebet zur Erhörung ihrer Seelen. סידור אשר שימש נער יהודי גרמני בחגיגות בר המצווה ב-22 באוקטובר 1938, רגע לפני פרעות נובמבר 38 הידועות כליל הבדולח, רגע לפני שהחיים אותם נועד לחיות התנפצו אל מול מציאות בגרמניה. סידור זה אשר עמד דומם בדומה לקירות האבן האלה, הקירות האבן והפלדה בבניין הזה, אל מול זוועות השואה. תפילת קדיש על ישראל. יתגדל ויתקדש שמר הבא. בעלמה תיברך קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי. בחיי חון וביום חון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה.